Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom Mai geben. Im Mai ist nicht ganz so viel bei mir eingezogen, wo ich mal wirklich froh drüber bin, dass es nicht wieder so ein Stapel Bücher geworden ist. Und ja, was bei mir eingezogen ist, das zeige ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, ist noch vom April. Ich habe es aber in meinen April-Neuzugängen vergessen. Und zwar ist bei mir eingezogen Can't Hardly Breathe, das ist der vierte Teil der Heartbreakers-Reihe von Gina Showalter. Wenn ihr meine letzten Vlogs und Weekly Readings geguckt habt, wisst ihr, dass das Buch bei mir eingezogen ist. Aber bei den Neuzugängen habe ich es vergessen und ja, deswegen zeige ich es euch. Das ist ein englisches Buch und ich lese immer noch dran. Also ich bin schon auf Seite 163 jetzt und ich werde aber noch eine ganze Weile für dieses Buch brauchen. Denn ich bin nicht gut im Englisch lesen und ich habe auch jetzt nicht wirklich Motivation im Moment dazu, jeden Tag dieses Buch zu lesen. Deswegen wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis ich dieses Buch irgendwann mal durch habe. Und ja, das ist auf jeden Fall im April noch bei mir eingezogen. Habe ich aber vergessen. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, kennt ihr im Prinzip auch schon. Das ist im April als E-Book schon bei mir eingezogen. Ich habe es dann aber im Mai jetzt nochmal als richtiges Buch bekommen. Und zwar Verliebt in Miami von Jacqueline Felgut. Ich habe mich riesig gefreut, dass mir die Jackie das Buch als richtiges Buch nochmal zugeschickt hat. Und sie hat mir auch vorne wieder was reingeschrieben. Und ja, da freue ich mich immer. Und ich liebe Jackie, ihre Bücher einfach. Und sie schreibt so tolle, süße, niedliche Liebesgeschichten. Und ich freue mich jetzt schon auf das neue Buch, was von ihr erscheint. Und bin schon gespannt, was das wieder für Überraschungen bereithält. Und ja, das richtige Buch zu Verliebt in Miami ist auf jeden Fall im Mai bei mir eingezogen. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist tada, Die letzte erste Nacht von Bianca Iosivoni. Ich habe mir das Buch diesen Monat gekauft, als es rausgekommen ist. Ich habe sehnlichst darauf hingefiebert. Das ist der dritte Teil der Firsts-Reihe. In diesem Buch geht es um Tate und Trevor. Und Tate und Trevor werden immer nur TNT genannt. Und ach ja, ich habe mich sehr über dieses Buch gefreut. Ich habe es inzwischen auch schon gelesen. Ich kann nur sagen, ich liebe dieses Buch. Es ist von der Handlung her für mich das Schwächste gewesen von der kompletten Reihe bisher. Aber Tate und Trevor sind einfach zwei ganz, ganz tolle Charaktere und ich mochte sie total. Und ich fand das so schön, dass alle anderen natürlich auch wieder mit eine gewisse Rolle gespielt haben. Und ich fand, das Buch wurde zum Ende hin wirklich richtig spannend. Aber von der Handlung her, vom ganzen Verlauf war es halt eher ruhig und deswegen war es halt für mich das schwächste Buch dieser Reihe. Aber es hat mir immer noch richtig, richtig gut gefallen. Ansonsten ist es eine College-and-Adult-Geschichte. Wie gesagt, es geht um Tate und Trevor und die beiden kennen sich nun schon 2 Jahre und Trevor spielt immer den Beschützer Tate gegenüber und sie kann das nicht verstehen, warum. Und für sie mischt er sich einfach immer nur in ihr Leben ein und da hat sie natürlich keinen Bock drauf und deswegen fliegen zwischen den beiden immer die Fetzen. Eines Tages passiert es, dass die beiden zusammen im Bett landen und danach weiß der eine nicht, wie er sich dem anderen gegenüber noch verhalten soll und keiner weiß wirklich, was das jetzt bedeuten soll, denn sie sind nicht wirklich Freunde, sie sind aber auch nicht nur Bekannte und ein Liebespaar wollen sie beide nicht werden. Und dann spielt die Vergangenheit von Tate und Trevor in diesem Buch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle und ja, am Ende gilt natürlich die Frage, werden es die beiden schaffen, die Schwierigkeiten zu überwinden und zueinander zu finden. Und ja, ich finde, das Buch ist richtig, richtig schön und es ist Bianca wieder toll gelungen und ich liebe die Art von Bianca Geschichten zu erzählen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und im Moment freue ich mich riesig auf den September, denn meine liebe Arbeitskollegin hat gesehen, dass Bianca und Laura im September nach Erfurt kommen zu einer Lux-Lesung und habe ich mich mega gefreut und da haben wir auch gleich Karten geholt und ich bin happy, also gehe ich mit meiner lieben Arbeitskollegin im September zur Lesung von Laura und Bianca und da freue ich mich sehr drüber, weil dann kann ich mir auch meine ganzen Bücher, die ich noch nicht signiert habe von den beiden, endlich mal noch signieren lassen und ja, I'm so happy, wup, wup. Ich freue mich, dass die zu uns nach Erfurt kommen und ja, mehr gibt es jetzt dazu auch nicht zu sagen, ich bin happy und ja, das Buch ist toll, lest die Firsts-Reihe, sie ist richtig, richtig gut. Dann ist diesen Monat bei mir eingezogen When It's Real von Erin Watt. Das Buch habe ich von meiner Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Sie hat es gelesen, sie fand es nicht so toll und wollte es weggeben und hat mich gefragt, ob ich es haben möchte. Und da ich noch nichts von Erin Watt gelesen habe, habe ich gesagt, ja, gib es mal her. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was die beiden Autorinnen mir hier für eine Geschichte servieren. Es ist auf jeden Fall eine Rockstar-Geschichte. Und ich finde, der Klappentext klingt echt richtig gut. Ich lese ihn euch mal vor. Stell dir vor, der attraktivste Popstar aller Zeiten steht plötzlich vor deiner Tür und bittet dir Geld, damit du für die Presse seine Freundin spielst. Viel Geld, das du dringend brauchen kannst, um deinen jüngeren Geschwistern das College zu zahlen.
Eigentlich solltest du nicht zögern, doch leider ist der weltberühmte Sänger der arroganteste Typ, der dir je begegnet ist. Und leider will sein Manager, dass du für den Job dein Leben komplett aufgibst. Ein ganzes Jahr lang soll sich alles nur um Glitzer, Glamour und Gerüchte drehen. Mit dir im Rampenlicht. Wie würdest du dich entscheiden? Für die Lüge oder die Liebe? Und ja, ich finde, das klingt sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was When It's Real bereithält und ja. Werde euch dann natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich das Buch gelesen habe. Und das nächste Buch, was bei mir eingezogen ist, ist Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz von Carrigan Byrne. Ich weiß nicht, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Byrne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Buch ja auch in meinem Neuerscheinungsvideo euch mit vorgestellt und ich fand, das klang ja richtig, richtig gut. Und ich habe es dann aufgeschlagen und habe gelesen, wartet, das erste, was ich gesehen habe beim Aufschlagen, Schottische Highlands, 1855. Und ich so, nein, das ist jetzt nicht so eine altgebackene Highlander-Geschichte. Und ich so, nee, weil sowas ist echt nicht meins, ne? Hier so entführt vom Highlander und sowas. Das ist nicht meins. Und das klang für mich auch einfach nicht so, dass das in dieser Zeit spielt. Und ja, ich habe es dann auf jeden Fall angefangen zu lesen, bin jetzt auf Seite 46 und ich muss sagen, bisher gefällt es mir richtig gut. Die Geschichte beginnt in den schottischen Highlands und unsere Protagonistin Farah ist noch sehr, sehr jung und ich glaube, sie ist gerade 8 Jahre alt am Anfang der Geschichte. Und dann macht die Geschichte einen Zeitsprung und spielt 17 Jahre später und da befindet sie sich dann in London und sie arbeitet beim Scotland Yard und das fand ich schon mal richtig, richtig cool. Und ja, also wie gesagt, bisher gefällt mir die Geschichte richtig gut. Es ist auf jeden Fall eine erotische Liebesgeschichte. Also ich denke mal, der Erotikanteil wird in diesem Buch schon recht hoch sein. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Victorian Rebels weitergeht. Ich möchte heute auf jeden Fall noch weiterlesen und ja, ich werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Ansonsten geht es in diesem Buch, wie gesagt, um Farah und ich lese euch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Farah Mackenzie will sich nie wieder an einen Mann binden. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an ihre erste Liebe Dugan. Als sie jedoch dem berüchtigten Verbrecher Dorian Blackwell begegnet, gerät ihr Leben erneut aus den Fugen. Blackwell, der sie beunruhigt, aber auch etwas tief in ihrem Innersten berührt, entführt Farah nach Schottland angeblich zu ihrem Schutz. Doch jeder Moment, den sie mit dem scheinbar so eiskalten Mann verbringt, führt sie zu einer Wahrheit, die ihr erneut das Herz zu brechen droht. Ich finde, das klingt richtig gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt auf Seite 46 schon weiß, was so da dahinter steckt und ich habe eine ganz starke Vermutung, welche Tendenz diese Geschichte nehmen wird und ich denke mal, das wird sich auch bestätigen. Also es ist von der Handlung her auf jeden Fall schon recht offensichtlich, würde ich sagen, aber ich bin trotzdem gespannt und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall bei mir eingezogen. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, kennt ihr im Prinzip auch schon, aber ich dachte, nach dem ganzen Theater halte ich es einfach nochmal in die Kamera und zwar ist eingezogen Grisha 3, Lodernde Schwing von Labour Duo. Dieses Buch gab es ja jetzt für kurze Zeit wieder auf der Carlsen-Seite zu kaufen und das Buch war nach 2 Tagen komplett wieder ausverkauft und ich habe jetzt die Folie schon einmal abgemacht, denn ich wollte euch einfach mal dieses wunderschöne Buch ohne den Schutzumschlag zeigen und ich finde, es sieht so wunderschön aus. Also ich mag das total. Die anderen beiden Bände haben auch so richtig schöne Bucheinschläge und ja, ich finde es richtig, richtig toll und ich bin so happy, dass ich dieses Buch jetzt mit im Regal habe. Ich habe es jetzt zwar doppelt, einmal als echt teuer erkaufte Variante und einmal zum Normalpreis, aber shit happens, das teuer erkaufte kriegt einen Ehrenplatz und damit hat sich das. Da das hier der dritte Teil ist, kann ich euch zum Inhalt nichts sagen, denn ich würde euch spoilern und das möchte ich natürlich nicht und ich möchte mich auch selber nicht spoilern, denn ich habe bisher nur den ersten Teil dieser Reihe gelesen, aber ich möchte sie jetzt definitiv ganz, ganz bald beenden und ja, bin happy, dass ich Grisha von Labour Duo jetzt in meinem Regal habe und diese Bücher, alle beide, ich werde sie nie wieder hergeben. Nie, nie wieder. Und das waren auch schon meine Neuzugänge vom Mai. Wie gesagt, diesen Monat sind 5 Bücher bei mir eingezogen, plus das eine noch vom April. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh drüber, dass es nicht mehr geworden ist, denn je mehr man kauft und je mehr einzieht, umso mehr hat man auf dem Sub. Und ich versuche ja immer noch den Sub irgendwie ein Stückchen runterzukriegen. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr happy darüber. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.